Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir diese Schäfchen-Zähl-Mission gemacht und diesen Luftkampf. Ja, mein wunderschöner Luftballon und tapfere Entdecker, die voll einfach war. Jetzt sind wir bei Muskelprotze, Motzen rum. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass Würmer und Menschen nicht zusammengehören. Zu meinem großen Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass eine Gruppe militanter Anarchisten diese heilige Regel übertreten haben und die Behausungen von Homo sapiens eingedrungen sind. Sollten sie entdeckt werden, wäre unser Ruf dauerhaft beschädigt. Auf alle Zeit hinweg würde man uns nur noch als Ungeziefer bezeichnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie die Hausfriedensbrecher. Alles klar. Wie, es gibt Menschen. Boah, das ist schon der, ich glaube, 5. Part, den ich aufnehme. So viele Worms habe ich, glaube ich, noch nicht aufgenommen. Sonst immer nur so 2-3 Parts. Aber ich habe ja Urlaub. Boah. Kann ich machen, was ich will. Und der Text war so schnell weg, den hat niemand auf der Welt lesen können. Ganz ehrlich, da war einfach so und weg, ey. Da kann mir niemand sagen, der, wenn man den hätte lesen können, ey. Mr. Cecil, ey. War ja so was von, der war einfach so blub, pump, pump. Okay, weg. Hier. Fang mal, na? Wie Getränke. Markengetränke. Wie, ich dachte, da war Wasser. Was denn? Ich bin ja voll die beschissene Position, habe ich so das Gefühl. Oh nein, das machst du nicht. Die machen auch so was. Wo sind die verlogen? Jetzt steigt wahrscheinlich das Wasser, ne? Na, warte, du. Was ist das denn? Bringt das Schwerkraft? Ja, ich wollte schon sagen. Boah. Es ist doof. Irgendwas war mit dem Ton gerade. Nein, das gibt's nicht. Jetzt trifft jemand die Kiste und ich bin weg, ne? Nein, sehr gut. Boah, ist das hier eine doofe Mission. So. Nein, nicht so weit. Boah, der wird gut. Boah. Nein! Was ist das? Ja, was ist das für eine blöde Ausgangssituation hier? Wie soll ich denn jemanden treffen? Ja, an so unmöglichen Orten überall. Ja, genau. Wie soll ich die denn alle treffen? Ist halt übrigens normal, dass man hier die ganze Zeit so ein Geräusch hört. Feierpause. Habe ich jetzt eigentlich immer noch verringerte Schwerkraft? Nö, Balken habe ich aber. Komm schon, Wasser steigt ein bisschen. Ja, super. Oh, da ist auch noch was. Wieder was Vernünftiges. Eine Schusswaffe brauche ich langsam mal. Benzinbombe, ey. Das gibt's doch nicht. Meine Güte, das ist eine blöde Mission hier gerade. Wow, der hat auch mal nicht getroffen. Sehr gut. Ja toll, ich bin ja jetzt gefangen.
Mark, nur dein Mann. Ja, das ist eine doofe Mission, finde ich. Vor allem, wenn man weiß, dass die immer treffen und ich nicht. Ja, der ist schon gleich tot, der Rainer. Ich kann nichts machen. Hey. Küche wird gleich geflutet, okay. Dann für ein Wirbel. Wo ist denn eigentlich der da unten? Nee, der hat schon längst ertrinken müssen. Oh nein. Ja. Es ist nur William übrig. Obwohl Rainer hat es auch geschafft, mal alleine alle wegzuhauen. Also noch nicht alles verloren. Machen wir jetzt doch etwas spannender. Wassermarsch. Aber ich glaube, ich habe so eine Idee, was ich machen muss. Ich muss sie gar nicht töten. Ich muss sie einfach nur nach unten bringen. Ja, toll, da komme ich gar nicht hin. So, ihr werdet mich doch bestimmt nicht von hier aus treffen, ne? Muss nur einfach in Sicherheit sein, habe ich das Gefühl. Oder? Aber wenn ich mit so Scharfschützen zu tun habe, dann ist das natürlich vollkommen unmöglich, habe ich so das Gefühl. Das denn? Was ist das? Keine Ahnung, einfach irgendwas gebaut. Ich glaube, ich tue mich da irgendwie einbauen oder so, ey. Aber als erstes, kommst du mal hier weg. Ja, jetzt gönnst du noch, aber gleich nicht mehr. So, hier werde ich ja wohl in Sicherheit sein, oder? Der ist da gelandet? Gibt's doch einfach nicht, ey. Ich krieg die nicht tot. Wissen wir, ob der den ganz nach unten geworfen hat. Der ist schon längst tot. So, na warte, ich bin jetzt hier so weit von einem Kerkern, ey. Von euch wird mich keiner hier mal treffen, ey. So, ich bin uneinnehmbar jetzt. Ihr könnt da unten alle verrecken. Tja, er trinkt alle, er trinkt. Ich habe noch mehr von denen. Wie viel habe ich dann noch, ey? So, wo bin ich denn noch verwundbar? So, dieses fließende Geräusche gehen mir irgendwie auf den Nerven. Mal drehe ich doch mal so um. Jetzt ist das weg, was? So. Jetzt ist er wieder da. Alle ertrinken sie. Er trinkt immer alle da. Ich bin hier oben sicher. Weil das so eine miese Taktik, aber das ist so wunderschön. Boah, die werden bald alle ertrinken. Jetzt wird es langweilig. Das steigt doch noch höher, oder? Ja. Oh, sehr schön. Tja, William schafft das auch alleine.
Sehr schön. Ist auch mal eine gute Strategie. Einfach volle Möhre irgendwo einkerkern, ne? Gold, was? War schon wieder so eine Mission, die hätte man auch viel schneller erledigen können, aber egal. Wenn ihr mir Gold geben, dann nehme ich Gold an. Danke. Vielen Dank. Ich danke allen. Ich danke meinen Eltern, meine Familie, meinen Freunden. Und allen anderen Menschen, obwohl ich alle Menschen hasse. So. Wir sind ja Würmer, ne? Ah, sehr schön. Ich wurde vorhin in die Fresse geschossen. Klebriger Krieg, Trägerpack, Streiche, Aprilscherze und Enttäuschung, Trägerpack. Ist das vielleicht eine neue Waffe, die ich jetzt freigeschaltet habe? Aber immer geil, irgendwie 3-4 Dinge auf einmal. So, was ist die nächste Mission denn? Costa del Gefahr. Einst war diese Insel ein beliebter Ferienort. Heute ist es leider voller gefährlichen Landminen. Demnächst fängt diese Urlaubszeit an. Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Insel wieder sicher wird, bevor jemand verletzt wird. Sie haben 8 Minuten Zeit. Wenn die Insel bis dahin noch als gefährlich eingestuft ist, müssen wir sie vollständig vernichten, damit keine ahnungslosen Sonnenhungrigen zu Schaden kommen. Schließlich wollen sie knackig braun werden und nicht zu Kohle verbrutzeln. Obwohl Kohle sieht auch schön aus. So, wahrscheinlich geht der Text jetzt wieder so blub weg. Vorhin, der ging so schnell weg, da konntest du nie im Leben lesen. Einfach so... Zack, einfach weg. Hört mal den Schnipser. Ich höre keinen Ausschlag. Egal. Ich sehe keinen Ausschlag, meine ich. Ich höre den Ausschlag. Hm? Ich kenne sie die Insel nach Minen. Wenn sie eine gefunden haben, bringen sie sie zur Explosion. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Oder jagen sie sie mit der Waffe in die Luft. Vorsicht und viel Glück. Das habe ich mir sofort von gedacht, dass ich die alle auslösen muss. Ey. Wie Baseballschläger. Wieso mit einem Baseballschläger? Noch 14 Minen. Ah, okay, sehr gut. Haben wir angezeigt. Das ist mal eine interessante Mission, finde ich. Und da kann ich locker verrecken, ne? Kann mir einer sagen, wie ich die mit einem Baseballschläger kaputt machen soll? Naja. Ironisch. William war doch gerade erst im Urlaub, ey. Und jetzt muss er dafür sorgen, dass andere im Urlaub gehen können. Hilfe, Hilfe! Leider, leider. Noch 10 Minen übrig. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen, aber egal. Nicht irgendwie so. Ah ja, ich habe ja 8 Minuten noch Zeit, ne? Verdammt. Ja, schöner Urlaubsort, gleich ist der Schutt in Asche gelegt, ey. Na, so. Was ist denn noch was? Könnte ich mit dem Baseballschläger theoretisch auch das Terrain kaputt machen? Was? Ey. Noch 8 Minen. Sehr gut. Ich geh doch nicht da hoch, hallo? Nun, wo noch? Wie soll ich nach oben hochkommen, ey? Die haben ja wieder vielleicht Vorstellungen. Kann meiner sagen, wie ich da hochkommen soll? Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Warte mal, da oben ist bestimmt auch noch eine, ne? Auf den Dach. Nö. Was? War da? Nö. So, nennt mich Volk, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Geht da runter. Nein, wollte ich gar nicht.
Ja, ich habe noch 5 Minuten, das geht schon. Irgendwie über die Bühne. Ich habe echt keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Oh, ja super, ey. Das ist halt überhaupt nicht kompliziert, ey, über die Rohre. Wir sind überhaupt noch übrig, 5 oder? Ist ja überhaupt nicht. Ja, schwer ist das eigentlich nicht, aber. Pff. Nein! Es musste natürlich mal passieren, dass ich einmal da runterfalle, ne? Ah. Doof. Nein! Boah, ist das doof! Ey, nur weil ich dagegen knall, ey, was ist das denn? Boah, das krieg ich da gar nicht mehr hin. Ist nicht schon wieder okay. Wahrscheinlich ist irgendwo unten noch eine, ne? Was machst du da? Ey. Boah, ist da wieder eine dämliche. 1, 2, 3, 4. Okay, da war aber noch eine übrig. Was zum Teufel? Ey. Also 2, 3 Mal hintereinander an der gleichen Stelle runterfallen, das ist auch doof. Aber die Mission schaffe ich noch. In diesem Part. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, so schwer ist das ja nicht. Ich darf noch nicht unnötig KP verlieren, das wäre ein bisschen doof. Ich muss dafür sorgen, dass ich noch 4 übrig habe. Das ist dann alles. Einfacher geht's doch nicht. Noch 12 Metern. Ja, okay, die Kamera kann ruhig ein bisschen weiter weggehen wieder. Ja, immer so geile Kamerafahrten, ja, in dem Spiel habe ich so ein Gefühl. So, dir. Jetzt immer noch nicht, was ich mit dem Baseballschläger anfangen soll. Hey, das ist eine Arcade-Maschine. Boah, das war knapp. So, und hier an den Dingern irgendwo. So, 8. Dann muss ich dafür sorgen, dass nur noch. Eins, zwei, drei, vier. Dann habe ich, glaube ich, auch nur noch 5 übrig gehabt. Wo ist denn die? Finden hier noch welche? Da oben, glaube ich, noch, ne? Noch 6 mehr, 2 fehlen noch. Da ist noch eine. So, wo ist die letzte am Boden? Eins, zwei, drei, vier. Da auf dem Seil ist noch einer, okay. Na gut, dann sind die alle oben.
Eieiei. So wieder der. Ja, das fängt gut an. Dann auch. Auch schon wieder ein bisschen zu weit. Nein, Mann. Ey. Ich knall da gegen die Wand immer. Ist das doof. So. Ich näher mich immer weiter der Wand. Voll doof. So. Mache ich jetzt das? Mach ich noch mal darüber. Nein. Ich denke mir schon mal aus hier. So, die da ist einfach. Da muss ich einfach noch rüber. Uah. Uah. Immer auf die Dinger hier drauf. Bloß nicht darunter fallen. Mach doch mal so einen Minisprung hier. Ach so, das sind solche Dinger, ey. Ja, hier oben müsste ich ja immer in Sicherheit sein, ne? Sehr gut. Alles nach Plan. Nein! Ey, ist das behämmert? Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr darunter fallen. Leck mich. Boah, ist das doof, ey. Weil mir mal wegen den gleichen Mist, ey. Ich knall irgendwo gegen und aus ist. Ich mach mal, ich falsch springe oder irgendwie sowas. Wenn ich gegen die Kackwand da knall. Gibt's doch nicht. So, wieder hier. Kack-Antenne, ey. Es wird aber ein bisschen knapp mit der Zeit. Hier ist gar keine Antenne. Nein, Mann, ey. Ich lebe immer noch. Ja, jetzt habe ich dich mal annähernd irgendwo runterfallen, ne? Boah, ist das doof, ey. Ja. Ich werde ja noch schaffen, leck mich, das gibt's doch nicht. Dämlich. So, jetzt nur noch auf den Dingen da. Und ganz hinten. Vorsicht. So, ich habe noch 2 Minuten, das schaffe ich schon. Hier muss ich einfach noch rüberspringen, wie ein Blöder. Jetzt nicht irgendwo da runterspringen. Danke. Ah, endlich ist die Insel wieder sicher. Genau. Nur ein bisschen kaputt. Ah, verwandle ich mich wieder im Frosch? Okay. Eine Kuh, die im Hintern geschossen wird mit einem Blitz. Das ist merkwürdig. Was hat's mit diesem Frosch auf sich? Ich weiß nicht. Aber er ist ein Superheld oder irgendwie so. Ich würde sagen, das ist euer letzter Part für heute. Ich habe 5 Parts hintereinander aufgenommen. Ich kann nicht mehr. Quatsch. Aber waren trotzdem gute Zeiten, Bams. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde das Spiel heute durchschaffen, aber es kommen noch so viele Missionen, ne? Anscheinend, wahrscheinlich kommt immer noch so 20 Missionen. Jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fallschirm Contest 3. Speicher mal hier. Sehr geht. Die nächste Mission wäre Ragnarok'n'Roll. Okay.
dann würde ich sagen, diese Mission machen wir. Was, Yggdrasil? Was der Teufel? Die nordische Mythologie. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Wir haben 44%. Boah, geil. Und ich mache mich in dieser Mission auf in der nächsten Folge. Vielleicht auch komisch formuliert. Egal. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.